kannst du uns Schönes erzählen über Hypnose? Ich bin zu dir gekommen zur Hypnose, weil ich aufhören wollte mit Rauchen. Hat das funktioniert? Nein. Ich rauche immer noch. Rauche aber nicht mehr so viel. Und habe eine gewisse Zeit nicht geraucht. Und habe aber sonst mein ganzes Leben verändert durch die Hypnose. Ich bin dann erst habe das Gefühl gehabt, dass ich einfach zu dir welle, zu deiner positiven Ausstrahlung und was du einem so gibst. Dass ich deswegen wieder rauche. Aber es war dann das Yoga, wo wir dann einfach gefunden haben. Wir haben öfters verschiedene Hypnosesitzungen gemacht. Das Rauchen haben wir nicht geschafft, aufzuhören. Aber wir haben einen anderen Lebensweg für mich gefunden. Einfach alles, dass man einfach mehr das Leben genießt. Dass ich nicht für alles verantwortlich bin. Die innere Einstellung, mehr Selbstbewusstsein. Innere Ruhe. Und einfach alles gelassener nehmen. Ja, viel mehr Freude im Leben, in allem eigentlich, in allem, was ich mache, habe ich mehr Freude. Mache ich viel Yoga für mich daheim auch. Hab 20 Kilo abgenommen. Ja, genau. Du bist gar nicht zur Gewichtsreduktion wie wir. Nee. Nee. Aber mein Unterbewusstsein wollte vielleicht was anderes, wie das Aufhören mit Rauchen. Ich sollte vielleicht schon gesund, also ich rauche weniger. Ja, das kommt auch. Ja. Ich ernähre mich gesünder. Okay. Acht mehr auf was ich ist. Wenn man mit sich nicht zufrieden ist im Leben, ist es einfach ein guter Weg zum. Kannst du ja ausdrücken, zum wissen, was man selber will oder was man selber braucht. Viele wissen gar nicht, was sie brauchen oder was sie wollen. Mei bei mir auch. Ich bin ja auch wegen was anderem da gewesen. Und ich dachte, Hypnose funktioniert bei mir nicht. Weil ich eigentlich dachte, ich bin ein sehr starker Mensch, der eigentlich mit sowas sich nicht beeinflussen lassen. Und das funktioniert bei mir ja sicher gar nicht. Aber wir haben verschiedene Tests gemacht und es hat wirklich funktioniert. Also es klappt.